die Ameisen werden sich freuen. Wir haben so viel Arbeit, ist ja gar kein Problem, wenn die Gäste wieder abreisen. Ach, Angelo, komm, lass uns mit deinem Auto runter an den See fahren, in so eine einsame Bucht, nur wir zwei. Ich? Ja. Ich? Ja. Ich habe gar kein Auto. Angelo, das ist die Hilde, meine Schulfreundin. Ich habe sie endlich mal wieder überreden können, dass wir zusammen Urlaub machen, so wie früher. Damit sie mal was anderes sieht wie ihren Karl. Und was anderes hört wie den zwei altbackene Ansichten. Ach. Du Trappel, du selbst doch nicht lieber holen noch Rumpler. Die Kuchen sind nein. Und im Gegensatz zu dir, auch noch wertvoll. Servus, jetzt mal was anderes. Du musst mir da mal helfen mit dem Zollerschraus. Ich krieg das nicht auf. Angelo, höre, wir machen Klick. Ja, Angelo. Was? Ich hab da eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja, das hätte doch nicht sein. Ach, jetzt komm. Ja, Hilde, dass du auf sowas stehst. Was ist denn das? Das war die wilde Hilde. Nichts mehr. Das sei heiße Ware. Und jetzt guck dir mal, bündelweise Bargeld. Oh, ich glaube, das stinkt, das ist nicht gut. Oh, 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 jetzt halt mal. Geh hier immer im Zug, da ist ein komischer Kauz mit einem jungen Mädel gehabt. Das war ein ganz, ganz gefährlicher Kerl, war das. Der hat schon, weißt du, so Goldkette da und wie ist die Austrick und. Mann, wo bleiben denn diese Spaghettis wieder? Ritschi! Hier gibt's schon ein Einkaufszentrum! Hast du zufällig so eine Tusse mit schwarzem Samsonite-Koffer gesehen? Hä? Nichts verstehen. Er darf sie so nicht sehen. Sie müssen anders aussehen. Wie soll ich das ausstellen? Mein Karl, der sagt doch immer, für mich ist Hopfen und Malz verloren. Ist der keine Gast? Sei eine neue Putzfrau aus Umbrien. Aus dem Weg, Parmesan! Hey, was soll das? Das Suppe le Montagne, Frau Boschi, über die Dörfer! Bitte, heute Nacht machen wir ihn nicht auf, mit dem Geld aus dem Koffer. Der Typ, der hat gesagt, der kommt erst morgen wieder und bis dahin sind wir über alle Berge. Was hast du jetzt vor? Was ja, hast du gemacht? Jetzt pass auf, ich hab uns auch schon Begleitung rausgesucht. Was hast du? Ja, im Internet. Jetzt pass auf. Das Ende, das ist der John. Da ist er. Oh. Der John kommt aus Kanada und war Holzfäller. Oh. Dementsprechend jetzt, ne? Sei Oberarme und guck dir mal die Taille an. Und für dich habe ich gedacht, nehmen wir den. Da ist er schon. Der Jean-Pierre. Jean-Pierre ist leidenschaftlicher Franzose. Und da jetzt die maximal größer, so, da guck mal, den sei Sixpack an. Oh. Geht los! Bauchnei, Busch raus! Hi, Mädels! Hi! I'm the Jon!
Je suis Jean-Pierre. Je fais Margerie. Moment mal, Moment mal. Rappel, ich mach doch gar keine Margerie. Moment, Moment, Moment. Also, ja, was ist denn los? Na, Paul, das sind die. Das ist der alte Knacker und sein Sohn vom Hotel. Sonderkommando Drogenfahndung. Sie sind verhaftet wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels und Geldwäsche. Mitkommen! Draußen warten die Kollegen in der grünen Mina. Endlich haben wir diese Bande. Also noch einmal. May Hans Joch ist hinter Gitter mit dem Schwiegervater. Sie. Ha, das trifft sich gut. Ich verhor und lass die daneben im Knast. Hoffentlich lebenslänglich. Oh, mein Kreuz. Oh, die ganze Nacht auf der harte Fritsche in der Zelle. Nix amore am Lago Maggiore. Statt des Rast im Knast. Ich kann das erklären. Und zwar hatten wir bei der Begleiterin des Drogendealers einen Hals in der Installierung. Ausgerechnet in dem Glad, wo ihr aus dem Kuchen genommen habt. Wir sind ihm schon lange auf den Fersen, bisher leider ohne Erfolg. Heute Nacht erfolgte bedauerlicherweise der Zugriff auf die falsche Zielperson. Deshalb brauche ich Ihre Mithilfe, und zwar von Ihnen allen, besonders von Ihnen. Von mir? Es muss alles so natürlich aussehen wie möglich, damit sich der Dealer in Sicherheit wiegt. Ich gebe mich als Gast aus. Am besten als Ihre Bekleidung. Ich reise. Oh! Ich reise jetzt. Oh! Psst, bitte leiser. Die Renate schläft. Ich reise. Oh! Wegen der da! Was, jetzt kurz sagen, sei ich noch mal lauter. Los, nicht. Sonst schlacht die Renate auch noch auf. Interessiert daneben eigentlich Herrn Eber, dass sie mit dem blöden Kuffer umreisen will? Himmel, Herrgott, du noch weiter noch einmal! Finger weg von meiner Mieze! Oh, Mensch! Endlich bist du wieder da! Bärbel, ich geh jetzt kommen zu meinem Kalb, weil ich hab jetzt daneben keine Lust mehr, den Lockvogel zu spielen. Lass mich doch nicht verarschen! Lockvogel? Halt! So sieht das also aus! Sie sind verhaftet! Ah! Halt zu und Flossen hoch, Superbulle! Sonst hat die Qualle hier ein paar Luftlöcher mehr. Runter mit der Waffe! Und jetzt zu dir, Suppenkasper, jetzt bist du dran! Vorsicht! Die wollen meine Jugend Kaka. Kaka was? Sie sind verhaftet und haben das Recht zu schweigen. Wo bin ich? Da, wo Sie hingehören, gleich im Knast. Mitkommen! Richie! Ich bin zu weit, wir können jetzt gehen! Und einen Friseur gibt es im Kaffeegitter sogar auch. Der kann leider nur eine Frisur. Glatze, mitkommen! Ich könnte mir gut vorstellen, daneben mein Lebensabend mit viel Liebe zu verbringen. Mille, mille grazie, Signor. Oskar, Oskar, Figrone, wo du schon wieder bleiben? Essen noch nicht fertig, nicht abgewaschen, nicht sauber gemacht, c'è modo lavoro. Teresa, Teresa, sei umständig, sonst lasse ich die Omeise wieder springen.